sinnlosen Schuss abgegeben. Man, Grigorovki. Engage that man. Wo? Da, bla, 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 bla. 2 Meter entfernt. Ja. Schieß doch mal drauf. Enemy in Grigorovki. 3. Target that. All 200 meters west. Go off cover. 4. Target that. Was ist das hier gerade? Ach. Ach. Engaging. Sonnenspiegelung. Man in Grigorovki. Das kann doch kein Schwein zielen. Ah, hier liegt ein toter Soldat rum. PKM auflegen. Ich glaube nicht, nein. Wenn ich jetzt auch wüsste, was das ist. Ja, der ist jetzt da hinter wieder am Hügel. Hinter wieder am Hügel. Wo? Ja. Ha, ha, ha. Ich habe auch bisher noch überhaupt keinen Gegner gekillt. Yo, da ist ein Typ 200 Meter entfernt. Ich habe eine M4 in der Hand. Ich treffe ihn bestimmt. Wer ballert denn hier die ganze Zeit? Digga. Ah, oh, super. Ich wollte gerade sagen, er kriegt ihn nicht rein. Aber... So. Da bewegen wir uns mal vorsichtig vorwärts. 350 Meter entfernt. Sicher. Ich glaube auch, das lasse ich mal eher. Baller ich doch keine Munition für. Ich könnte dich auch wie blöd auf ihn drauf sprayen. So far so good, huh? Looks like this one's going to plan. Yeah, we never have a problem getting into the country. Getting out is a bit. Ja, doch, eben hatten wir schon so ein paar Probleme da reinzukommen. Weil immer nach 2 Minuten irgendein Verbündeter von uns eine Kugel in den Kopf bekommen hat. Oder in sonstige überlebenswichtige Organe. Weil die Verbündeten der Meinung waren, ach, Deckung braucht kein Schwein. Going. Hier ist ja auch keine Deckung, das ist doch scheiße. Ich meine, keine Ahnung, wäre das jetzt Call of Duty, würde ich hier drüber rennen, aber das ist ja nicht Call of Duty. Das ist ja nun mal Arma und das ist ja schon so ein bisschen anders. Ich bin im Busch. Aber ich würde sagen, wo wir gerade mal so weit gekommen sind, speichern wir mal kurz. Zur Sicherheit. Weil ich habe keinen Bock, den Anfang davon nochmal zu machen. Hello, I'm covering. No, they don't have the time. Hey, hey, hey. So. Sieht ein bisschen komisch aus, wie hier. Oh, soll auch in die richtige Richtung kriechen. Was ich gerade sagen wollte, sieht ein bisschen komisch aus, wie hier so rumkriecht. Ich meine, okay, es ist realistischer als in anderen Spielen, wo man die Arme so sich fortbewegen sieht, aber das Blickfeld komplett gerade bleibt. Hey, if it's all the same to you, Baller, I'd rather not. Copy that. Ey, der Typ hat das Massengrab doch gar nicht gesehen. Wenn ich hier Psychosen krieg. Okay, aber er hat ja auch nichts gemacht. Nichts! O'Hara! Spacke, ey. Nichts hat er gemacht! Juhu. Wir kriechen 200 Meter über den Boden.
Und hier gibt es gleich eine sehr schöne Stelle, wo mir etwas sehr Lustiges passiert ist, was sich hoffentlich nicht wiederholen wird, denn es war ausgesprochen zum Kotzen. Obwohl eigentlich ist es ja gar nicht mir passiert, ich war ja nur Beobachter, aber es war trotzdem irgendwie schon lustig. Habe ich die jetzt überholt oder was? Bus! 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 Orientierung verloren. Ja, dann gehen wir mal lieber in die Hocke. Ach, die können ja auch nicht entscheiden hier. Hier ist übrigens das schöne Haus, was wir zerballern sollten. Was jetzt irgendwer anders gemacht hat, ich weiß nicht wer. Weil wenn man die Funknachrichten verfolgt hat, dann war ja eigentlich klar, dass das Team, was das eigentlich machen sollte, ja irgendwie so ein bisschen abgemurkst wurde. Holzfäller. Wow, ey, chill dein Leben. Ey, wie der immer abgeht. Seine MG raus und... Oh, wow. Gasolintank. Ja, sicher verstecke ich mich auch bestimmt hinter. Enemy. Man. 2 hour. Front. Far. Plenty of units ashore. Could have been a lot worse, huh? 4. 2. Engage that. Man. Yeah, if that's all that Shidaki got, this is gonna be a walk in the park. 4. 2. A walk in the park. Engage that. Enemy. 2 hour. Front. Close. Engage the target. Okay, let's go. 4. Go. Go. Ich habe Angst. 4. Hostile down. Go. Oh, gut. I'm covering. 4. Whoops. Cover me. Scratch one. Oh, das trifft sich ja gut, da muss ich nichts mehr machen. Also irgendwie, die Typen können mal so ein bisschen übermenschlich gut schießen, finde ich. Wenn ich mal ehrlich bin. Also ich meine, ich... Cool. Ja, jo. Spartanisch eingerichtet. Wie sagt man so schön, Heimat verbunden. Ist das ein Tisch? Boah, ist der hässlich. Ich dachte, das ist eine Bettdecke. Los, komm, mach zu das Scheißteil. Ach, die Tür ist das. Ich dachte, es ging gerade um die Tür hier. Oh, ja. Ich, gehe hier mal fröhlich durchs Haus und sie sind hier am Kämpfen und, ja, schön. Ups. Ey, dieses über die Zäune springen ist ein bisschen dämlich. Und jetzt. Wehe, hier bleibt irgendjemand auf dieser verkackten Straße stehen. Ich warne euch. Kommt von dieser Straße weg. Nein, das speichern wir jetzt nicht. Weil wenn geladen wird, dann rennen sie da bestimmt auch wieder drauf. Das war das ganz einfachen Grund, dass sie da nicht hin sollen. Und da wird ihr gleich ein bisschen schnell angebraust kommen. Go, I'm covering. Und zwar ist das ein Humvee. Das war ein Verbündeter. Der es irgendwie auf meine Verbündeten abgesehen hat. Und sie gerne, wirklich gerne überfährt. Komm schon, schnell. Oh. Ey, danke. Und? Da kommt er! Ja, da kommt er! Ha! Keiner da, den du überfahren kannst! Und, wow, wir müssen ja nicht bremsen! Bom! Yeah! Warum haben wir müssen nicht bremsen! Bus im Weg, scheiß drauf! Bom! Weg da, ich hab einen Humvee! Mensch, ich hab doch gehupt! Ja, man merkt, ich reg mich über diesen Humvee ein bisschen auf, denn der hat wirklich zweimal einen Verbündeten von mir überfahren. Ich höre gerade noch einen Humvee. Ich habe jetzt gerade einfach so eine...
Leichte Aggressivität. Wow. Groß. Englisch. Warte mal. Ich muss gerade gucken. Ich komme die Steuerung irgendwie noch nicht so ganz klar. Wie mache ich dieses Verwenden oder was auch immer machen? Waffen umschalten, Feuerbefehl schießen, bla bla bla. Standard Action. Mittlere Maustaste. Komm her. Komm her. Kommst du her? Hi. 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 Oh ja. Yeah. Geile Musik im Hintergrund. Ach ja, wir sind im Krieg. Wir würden das Wetter. Ja, okay, ich weiß, es schon ziemlich wichtig, das Wetter hier, aber. Ah. Ich muss gerade mal die Musik unterbrechen, denn ich will speichern. Yeah. So stellt man sich Krieg vor. Mit geiler Musik im Hintergrund. Yeah. Chernobyl. All right, let's find Shafto and report in. It's not far. Oh, cool. Wie ist was jetzt? Woo! Yay! Endlich! Ihr müsst wissen, ich habe da schon des Öfteren versucht, diese Mission zu machen und wurde halt immer meine Verbündeten abgeknallt. Und ich habe dabei auch schon versucht aufzunehmen. Dabei sind allerdings einige sehr schlechte Aufnahmen entstanden, wo ich auch sage, also nicht nur vom Spiel, dass ich gestorben bin, ich meine, ich bin jetzt ja auch ein paar, bis meine Verbündeten sind gestorben, sondern auch, dass ich einfach unkreativ war, was das Reden anging. Und ja. Weiter. Also ich freue mich gerade so einen extremen großen runden Keks und beiße davon die Ecken ab, weil ich diese Mission geschafft habe. Einfach weil hier die ganze Zeit meine Verbündeten mit Humvees überfahren wurden. Das kotzt so ein bisschen an. Wir spulen einfach mal 2 Stunden vor, da brauchen wir wieder ein Ladescreen. Ja, ich wusste es. Etwas später am Stadtrand von Chernogorsk. Die Invasion war erfolgreich. Ach ja, das ist jetzt unser Gebiet. Toll. Wir wieder, ne? Wir haben es wieder rausgerissen. Prigorodki. Die Invasion war erfolgreich. Die 27th MEU ist mit den erleichterten Truppen der tschernorussischen Regierung zusammengetroffen. Der CDF. Dieses Bündnis konnte den Großteil der Küste einnehmen, beginnt nun die Belagerung von Chernogorsk, der Hauptstadt der Provinz. Razor hat den Befehl, die Belagerung zu unterstützen. Ja, wie gesagt, müssen wir hier unsere Trebuchets rausholen und die Versorgungswege der Stadt blocken. Ne? Wow. Ja. Jedanke steht die Truppen in der Stadt verschandt. Oh, Elite Truppen. Wenn ich dieses Wort schon höre. Spezialeinheit, ich glaube auch bei meinen Kanalien.